الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Preis sei Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden mit dem Gesandten und mit denen, die ihm folgen in Rechtleitung allesamt. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, der einzig ist und keinen Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist. Amma ba'd, des Weiteren. Möchte ich anfangen mit dem, was mich bewegt, würde ich keinen Anfang finden. Und würde ich enden mit dem, was mich besorgt, dann würde ich kein Ende finden. Und deswegen beginne ich bei einem klaren Gedanken. Und das ist es, was ich allen Beteiligten, allen geschätzten Zuhörenden und Zuschauenden empfehle. Klar auf das zu blicken, was man sieht, mit gesundem Verstand da heranzugehen, alles, was man links und rechts hört, beiseite zu lassen und sich dann eine Meinung zu bilden, so seltsam diese Meinung auch sein mag. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn es heißt, wir müssen auf alles Religiöse verzichten, dann kann man das betrachten relativ und absolut. Ich kann sagen, relativ ja und die Ansteckung und ja und die Krankheit und ja und die Quarantäne und ja und ja und ja. Und dann kann ich auf die andere Seite schauen, was ist der Mensch ohne Religiosität? Und irgendwo zwischen diesen beiden Dingen muss ich eine Waage treffen. Und jetzt komme ich zum Thema, was ich heute Ihnen vorstellen möchte. Die Mawazin al-Qist, die Waagschalen der gerechten Abwägung. Und dazu gehört, dass jeder Mensch, ich als allererstes, ich muss mich als erstes in die Pflicht nehmen. Und Sie, geschätzte Zuschauende und Zuhörende, ein jeder muss alle Dinge, die in seinem Leben bisher eine Rolle spielten und die für ihn einen Wert darstellten, auf die Waagschale legen. Und zwar so. Ein Mensch, der bestimmte Prinzipien hat und ein Mensch, der bestimmte Werte hat und ein Mensch, der bestimmte Dinge hochgehalten hat, soll alle diese auf eine Seite der Waage legen. Und dann legt er auf die andere Seite alles, was ihm als notwendig erscheint, als Notlage, als schwieriger Umstand erscheint oder ihm auch so gesagt wird und legt es auf die andere Seite der Waage. Und dann muss man sehen, was Ausschlag gibt. In dem Moment, wo man merkt, dass man auf die Waagschale der eigenen Prinzipien, der Dinge, die einem wichtig sind und so weiter, drauflegt und drauflegt und drauflegt und auf der anderen Seite die scheinbaren wichtigen Prinzipien, die einem da vorgehalten werden, die Notwendigkeiten, dem nicht standhalten, muss man beginnen nachzudenken. Ich verdeutliche es Ihnen mit einem anderen Beispiel. In dem Moment, wo eine Waage im Ausgleich ist, gibt es eigentlich kein Nachdenken. Offensichtlich heben sich die Dinge auf. Wenn ich zum Beispiel in der Frage bin, ob ich meinen Sujud mache beim rituellen Gebet, aber ich habe Kniebeschwerden, die ganz offensichtlich sind, und auch der Arzt sagt mir, wenn Sie das machen, wird sich das Ganze verschlimmern, dann werde ich auf den Sujud als körperliche Handlung verzichten und mache nur spirituell, geistig einen Sujud. In dem Moment berührt mich das Ganze auch nicht, weil ich in meinem Inneren eine klare Entscheidung getroffen habe. Ich habe abgewogen die gesundheitlichen Schwierigkeiten mit der eigentlich religiös-rituellen Notwendigkeit. Und da die ganze Sache sich einander ausgleicht und ich auf der anderen Seite auch ein Prinzip auf die Waagschale legen muss, dass ich nämlich verantwortlich bin für Allah Ta'ala, für die Gesundheit meines Körpers, so wiegt dieses Prinzip auf, zumal ich auf der anderen Seite, der Seite auf der Waage, die die religiösen Notwendigkeiten der rituellen Praxis bedeuten, eine klare Ausnahmeregel definiert habe. Ja, wenn du krank bist, kannst du das einschränken. Somit sind die Wege hier deutlich und das entscheidende Argument wird hier auf der Seite der Gesundheit liegen, weil ich hier schon eine klare Lösung habe.
Das, was wir heute vor uns sehen, liebe und geschätzte Anwesende, ist nicht dasselbe. Überhaupt nicht dasselbe. Es gab in den letzten Wochen, ich würde sagen in den letzten 2 Wochen zwar die eine oder andere Meldung, die eine oder andere religiöse Äußerung, auch diverse Filmbeiträge älterer Couleur wurden mal vorgebracht, dass man auch früher schon einmal das Freitagsgebet ausgesetzt hat, dass man auch früher auf solche Dinge im Bereich von Seuchen und so weiter verzichtet hat. Ja, das stimmt. Und dennoch war das nicht dasselbe. Weil 2 Punkte anders sind. Der erste Punkt. Dass sich in die nach außen hin deutliche Notwendigkeit auf einmal andere Prinzipien hineinmischen. Je nach Land unterschiedlich. Und dass offensichtlich eine Absicht besteht, dass alle Bedenken unmöglich gemacht werden. Und die Bedenken sind nicht unmöglich. Im Gegenteil. Wir sind in einer Lage, die keineswegs selbstverständlich ist. Und es ist keineswegs selbstverständlich, dass diese Art der Abschottung das einzig Denkbare ist. Im Moment akzeptieren wir das. Aber das kann weder ein Dauerzustand sein, noch kann es sein, dass man unter diesen Umständen auf alle religiösen, moralischen, zwischenmenschlichen und so weiter Beziehungen verzichtet. Und das ist es, was sich jetzt langsam aber sicher abzeichnet. Ich will das hier an dieser Stelle nicht wiederholen, weil die Zeit nicht ausreicht und es auch nicht sinnführend ist. Aber ich möchte Sie auf 2 Dinge hinweisen. Nichts ist gefährlicher, als sich an einen Ausnahmezustand zu gewöhnen. Denn dann wird der Ausnahmezustand Normalzustand. Wenn man uns also sagt, du musst auf deine Freiheiten verzichten, aber wenn dieser Zustand des Freiheitsverzichts aus der Notwendigkeitssituation, aus der Ausnahmesituation langsam aber sicher übergeht in den Normalzustand, dann ist der Schritt zu einer absoluten Kontrolle von Körper, Seele und Geist, von Freiheiten, die man als moderner Bürger hat, nur ganz kurz. Dann kommt das nächste, nämlich die Bequemlichkeit und die Unbequemlichkeit. Und um den Menschen weiterzuhelfen, werden hier Gesetze gefasst. In manchen Ländern ist man bereits so weit gekommen, dass schon das Inzweifelziehen dieser durchaus anzuzweifelnden Methoden bestraft werden soll. Somit wird die Angst vor der Krankheit und die Angst vor dem, was diesen Zustand ja ursprünglich hervorrief, umgemünzt in eine Angst vor dem Gewaltmonopolinhabenden, dem Staat, den Autoritäten oder denen, die sich dafür wähnen, was ich auch einmal so ganz kurz sagen möchte. Alle Bedenken staatsrechtlicher Art, verfassungsrechtlicher Art oder allein bürgerlicher Art, für die man zum Teil über 60, 70 Jahre lang gekämpft hat, zum Teil seit dem Zweiten Weltkrieg schon gekämpft hat, das ist jetzt alles vom Tisch, als wäre das nicht mehr wichtig. Ja, im Gegenteil, es mehren sich jetzt Stimmen von ganz prominenter Art, die davon ausgehen, jeder Mensch sollte sich chippen lassen, jeder Mensch sollte sich registrieren lassen, jeder Mensch müsse nachweisen, dass er gesund sei. Dann kommen wir schon gleich in den Punkt, du musst beweisen, dass du unschuldig bist, sonst bist du immer der Schuldige. Das ist die Technik von Diktaturen gewesen, meine Damen und Herren. Und nichts anderes. Davor zu warnen ist Bürgerpflicht. Und das tue ich hiermit. Und nachdem ich das getan habe, wende ich mein Augenmerk zu einem wichtigen Kriterium. Nämlich die Haltung der Menschen allgemein, also der Mehrheitsgesellschaft im weitesten Sinne, auf die Religion im Allgemeinen und auf den Islam im Speziellen. Bevor diese sogenannte Krise begann, gab es ein bestimmtes Verhältnis zu uns als Minderheiten. Gab es ein besonderes Verhältnis auch überhaupt zu religiösen Menschen, egal welcher Religion. Und der Tenor war ganz eindeutig, nämlich Religion scheint das Übel zu sein. Religion sollte, wenn möglich, aus der Öffentlichkeit verschwinden. Religion ist nichts, was unbedingt so schützenswert ist. Das war ein unterschwelliger Ton, der immer stärker und immer vehementer von bestimmten ideologischen Gruppen vorgebracht wurde. Davon sind Minderheiten wie wir, die durch ihre Praxis zumindest hervortreten, bedroht. Das ist eine Bedrohung. Insbesondere, wenn diese Haltung langsam aber sicher zu einem gesellschaftspolitischen Mainstream hochgestylt wird.
Die Krise hat im Moment, wir sind alle gleich, das Ganze ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das wieder aufgenommen wird. Und hier gibt es einen wichtigen Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte und wo ich Sie als Muslim und als jemanden, der sich eine moralische Pflicht zumisst, dringend warnen muss. Glauben Sie bitte nicht, meinen Sie bitte ja nicht, dass all diese Argumente verschwunden sind. Sie sind nur bedeckt. Und es braucht nur einen kleinen Anschub, um aus der Minderheit, die prinzipiell missliebig ist, eine Minderheit zu machen, die zu einer wie auch immer gearteten, außenstehenden Gruppe wird. Und außenstehende Gruppe ist eine, die sich nicht an gesellschaftliche, gesundheitliche, sonstige Normen hält. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Was, wenn zum Beispiel das Versammlungsgebot oder Verbot aufgehoben wird, die Quarantäne in diesem Sinne beendet wird, aber hinzugesagt wird, dass jede Ansammlung von Menschen prinzipiell ein Problem ist? Dann braucht es nur den Ausbruch einer Krankheit und man könnte uns das zuschieben, Stichwort, die hocken bei ihrem Gemeinschaftsgebet ja so und so sehr eng zusammen. Das scheint Ihnen jetzt ziemlich abstrus zu sein. Ich schwöre Ihnen hiermit, so wie ich hier bin, dass solche Gedanken bereits geäußert wurden und dass das nicht weit ist. Man braucht, wenn man weitermachen will, als eine wirklich gesellschaftlich fähige Gruppe, Zusicherungen. Man braucht etwas, wie es der französische Philosoph Rousseau damals geäußert hat, einen Gesellschaftsvertrag. Der fehlt uns. Wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag. Und der muss bestehen zwischen allen gesellschaftlichen Gruppen, nicht nur zwischen uns und der Mehrheitsgesellschaft. Dieser Gesellschaftsvertrag, ich kann mir noch keine konkrete Form vorstellen, muss aber die Rechte und die Pflichten so formulieren, dass beide Seiten damit in einem gewissen Rahmen glücklich werden können. Und diese Dinge dürfen auch nicht im Rahmen von Ausnahmegesetzgebungen auszuhebeln sein. Das ist das, was ich für notwendig halte, damit es eine Sicherheit gibt. Und hiermit kommen wir zur letzten Frage diesbezüglich, bevor ich das Ganze spirituell umformen möchte. Nämlich, es gibt ganz offensichtlich Kräfte, die wünschen Stabilität, die wünschen Prosperität, die wünschen, dass es den Menschen gut geht. Ja, die gibt es. Das finden wir bei Nachbarn, das finden wir bei Hilfsorganisationen, das finden wir bei Helfern, das finden wir bei medizinischem Personal, das helfen wir bei denen, das finden wir bei den Leuten, die sich jeden Tag anstrengen und bemühen. Und denen sollen wir unsere Hochachtung zollen. Und denen sollen wir sagen, möge Gott ihnen Gutes gewähren. Mögen sie ihren Lohn bekommen. Und zwar unabhängig von Religion oder Weltanschauung, sage ich hier auch ganz offen. Gutes ist gut. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die offensichtlich, wie der ehrenwerte Koran sagt, nichts anderes vorhaben als Fasadun fil Ard. Zerstörendes Übel auf der Erde anzurichten. Wer immer diese Leute sind. Und offensichtlich sind viele Entscheidungen davon geprägt. Das geht auch vielen Nicht-Muslimen mittlerweile durch den Kopf. Und ich glaube, das wird auch der Grund sein, warum man in mancher Hinsicht zurückgerudert ist von dem, was ich zu Beginn der ganzen Sache befürchtete. Nichts kann uns treffen, was den grundsätzlichen Plänen des Schöpfers zuwiderläuft. Davon müssen wir als religiös denkende Menschen, als Muslime ausgehen. Und wiederum, niemand kann besser planen als Allah Ta'ala. Das ist eine Frage des Grundvertrauens. Jedoch wird an mehreren Stellen im ehrenwerten Koran ein wichtiges Wort gesagt. Bezüglich des Wortes Al-Bab und Absar. Und hier komme ich jetzt auf ein spirituelles Thema. So heißt es dann etwa in der Surat Al-Hashr bei der zweiten Aya: Fa'tabiru ya ulil Absar. So zieht eine Lehre daraus. Ihrjenigen, die ihr innere Einsicht habt. Basira ist ein Prinzip der inneren Einsicht, des Sehens der Seele. An anderer Stelle wird gesagt, dass die Lehren, die von Allah an einer bestimmten Stelle vorgestellt werden, sind Zikra li ulil albab. Eine Ermahnung für diejenigen,
die tiefes inneres Verständnis haben. Lubb al-Bab wird manchmal auch das Innere des Verstandes genannt. Das heißt, das wirkliche Verstehen, das Begreifen. Ein Mensch, der also zu den Ulil Abasar gehört, der sieht mit seinem körperlichen Auge und der begreift mit seinem Verständnis, was in der Welt um ihn herum vorgeht und zieht Lehren daraus. Das ist ganz wichtig. Gehen Sie davon aus, dass nichts in dieser Welt passiert und nichts in einer anderen Welt passiert, als dass das nicht einen Sinn hätte, egal ob wir diesen Sinn nun begreifen oder nicht. Aber das, was wir von den Geschehnissen begreifen, dürfen wir uns nicht schönreden, denn das führt zum Verlust aller Maßstäbe, wie ich an anderer Stelle schon oft gesagt habe. Und das Zweite, dass man zu den Ulil Albab gehört, das bedeutet, dass man versucht, mit Einsichtskraft und mit Verstand und mit einer gewissen Innerlichkeit die äußere Schale und das äußere Erscheinungsbild der Dinge zu durchdringen und zum Wesentlichen vorzukommen. Beispielsweise, altes Beispiel, jemand gibt mir ein Geschenk. Nach außen betrachtet, gibt er mir etwas Gutes. Je nachdem, was und wer diese Person ist, muss ich jetzt jedoch fragen, warum gibt mir diese Person ein Geschenk? Zum einen, ist das in der vorangegangenen Situation angelegt? Ist das in der aktuellen Situation nachvollziehbar? Ist das überhaupt etwas, was nachvollziehbar ist? Welchen Nutzen hat davon die Person? Wenn man sagen würde, eine innere Befriedigung, weil etwas Schönes getan wurde, ist das eine solche Person? Hat diese Person schon einmal so gehandelt? Und Sie sehen, was ich tun will, ist, diese Handlung zu bewerten. Es gibt nun Menschen, die tun das nicht. Die sagen, solange mir jemand etwas Gutes erweist, zumindest in meinem Maßstab, sage ich dazu nichts. So wie das deutsche Sprichwort sagt, einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Mag sein. Nichtsdestoweniger. Wir können davon ausgehen, dass alle Geschenke, die man uns in der nächsten Zeit machen wird, zumindest teilweise vergiftete Geschenke sein werden. Es gibt einen alten Spruch, der Ihnen ein Ratgeber und ein Warner sein sollte. Es gibt keine Krise, die man ungenutzt verstreichen lassen darf. Das ist eine politische Maxime. Jede Krise birgt für diejenigen, die Macht gewinnen wollen, ungeahntes Potenzial. Weil sie mit Ängsten spielen können, weil sie mit Notwendigkeiten spielen können, weil sie die Gesetze auf ihrer Seite haben und auch die Machtmittel, diese Gesetze durchzusetzen. Das ist grundsätzlich erst einmal die Rahmensituation. Und nur in wenigen Fällen kann man sich zur Wehr setzen. Der erste Punkt, sich zur Wehr zu setzen, ist Gott vertrauen. Tatsächlich. Und darum ist der Shaitan, La'natullah alayh, Gottes Fluch mit ihm, ja auch so ärgerlich, wenn ein Mensch auf Allah vertraut. In dem Moment, wo ich auf Allah vertraue und mir sicher bin, dass Allah Ta'ala am Ende entscheidet und dass Allah jemanden, der auf ihn vertraut, nicht im Stich lässt und ihm immer eine Hilfe gibt, so unerwartet die sein mag, ein solcher Mensch verzweifelt nicht. Und das ist genau das Ziel des Shaitan, Verzweiflung. Immer wenn Sie feststellen, dass es offensichtlich ein Interesse ist, Panik zu erwecken, Angst zu erzeugen, dann wissen Sie, dass das kein guter Weg sein kann. Und immer, wenn man noch lauter schreit, aber es ist kein Grund zur Panik, aber es ist kein Grund zur Panik, aber es ist kein Grund zur Panik, dann können Sie davon ausgehen, dass genau das das Ziel ist. Nummer zwei. Kein Mensch gibt freiwillig seine Freiheit oder das, was er dafür hält, auf. Und deswegen muss man einen Menschen dazu bringen. Es gibt keinen besseren und geschickteren Weg als die Angst. Denn ein Mensch, der Angst hat, dass er, wenn er bei der Freiheit bleibt, einen Schaden davon trägt, der wird bereit sein, sie aufzugeben, allerdings nur zeitweise. Und da kommt auch schon die logische Folge. Es muss ihm immer wieder Angst erzeugt werden. So lange, bis es für ihn ein Dauerzustand wird. Allerdings verliert der Mensch, wenn er im Dauerzustand der Angst ist, seine Menschlichkeit. Und hier genau tritt nun der Dien, die Religion, ein. Der Dien will keine Angst.
Ja, das mag Sie jetzt erstaunen. Ja, und was ist die Hölle? Ja, und was ist dies und das? Ich sage nein. Das ist ja nicht die Art, wie der Koran spricht. Der Koran warnt vor Fehlverhalten, lobt ein bestimmtes anderes Verhalten und hebt hervor, dass der Schöpfer in seinem Grundprinzip vergebend ist, also er zum Guten hin die Menschen bringen möchte. Und der Schöpfer möchte, wie es im Ehrenwert Koran heißt, die Menschen zum Licht, zur Erkenntnis, zum Paradies, zum Guten führen. Da ist ja keine Rede von Panik und Angst. Deutlich heißt es, und diejenigen, die auf Allah vertrauen, und diejenigen, die die Salihat-Handlungen tun, la khaufun alaihim, die sollen keine Furcht haben. Denn sie, diese Begrifflichkeit hat mich in diesen Tagen unheimlich gestützt. La khaufun alaihim, wala hum yahzanun. Die sollen keine Furcht empfinden und die sollen auch keine Trauer empfinden. Und jetzt könnten Sie sagen, wie kann man sich denn zu dieser Haltung bewegen? Jetzt kommen wir zum Punkt. Indem man es nicht will, ist der erste Schritt. Ich muss eine Bereitschaft zeigen. Das ist mein Part. Und dann gibt der Schöpfer Hilfe. Das ist sein Part. Mein Part ist die Bereitschaft. Wenn ich da sitze und traurig sein will, dann wird mich wahrscheinlich der Schöpfer nicht hindern. Wenn ich jedoch mich ängstlich fühle, es aber nicht will, dann wird mir der Schöpfer eine Hilfe zeigen. Es ist also die Grundeinstellung. So heißt es auch ganz typisch, der Mensch, wenn er voll ist, wie ein volles Gefäß, wie soll er denn das Ergebnis eines Duas aufnehmen? Darum ist eine der Grundregeln der meisten spirituellen Lehre gewesen, zu sagen, du musst dich leer machen, entleeren von deinen ganzen Begierden, von deinen ganzen Befürchtungen, von deinen ganzen Dingen, die aus dieser Welt herauskommen. Heißt es nicht im Koran, und sie machen dir Angst mit all dem, was außer ihm, gemeint Allah, besteht? Ja, das ist der Weg. Und das soll man nicht haben. Man soll seine Vorsicht nehmen. Natürlich soll man das. Deswegen, was Ihnen nachvollziehbar erscheint, tun Sie das. Aber das, wo Sie beim besten Willen keine Sinnhaftigkeit mehr hinterfinden, hüten Sie sich davor. Manchmal werden wir zu Dingen gezwungen, die wir nicht einsehen. Mag sein. Manchmal wird man uns etwas als notwendig verkaufen und es mit Gewalt durchzwingen. Mag sein. Aber die innere Akzeptanz ist das Wesentliche. Manchmal kann es sein, dass wir dazu gezwungen sind, dass wir auf bestimmte religiöse oder andere Dinge verzichten. Aber im Herzen dürfen wir das niemals aufgeben. Wenn man das nämlich im Herzen nicht aufgibt, dann wird der Schöpfer einem die Möglichkeit geben, es zu erlangen. Wenn man es aber aufgibt, dann sagt der Schöpfer, dann hast du es jetzt verloren. Und das ist auch ein Kennzeichen der heranrückenden Zeichen des jüngsten Tages. Das dürfte Ihnen mittlerweile aufgefallen sein. Noch sind wir nicht in der Zeit der großen Zeichen, aber es heißt, und alle großen Zeichen kündigen sich durch Vorspiegelungen, durch Widerspiegelung in geringer Form an. Deswegen heißt es, bevor der eigentliche Dajjal kommt, wird es 40 kleinere Dajjals geben, die auftreten. Ob Sie die Zahl jetzt wörtlich nehmen oder nicht, spielt auch gar keine große Rolle. Es wird sich also vielfach zeigen. Und sehen Sie, das, wo wir heute Zeuge werden, ist ein wichtiger Punkt. Die großen Zeichen des jüngsten Tages werden nämlich durch eine Sache charakterisiert. Das gebe ich Ihnen als eine grobe Regel mit. Dass alle Maßstäbe, die bis dahin galten auf der Welt, ausgesetzt werden. Nichts hat mehr Stabilität. Kein Berg, kein Fluss, nicht heiß noch kalt, nicht Leben noch Tod, nicht die sogenannten Naturregeln, nichts wird mehr gelten. Genau das ist der springende Punkt. Immer wenn Sie sehen, dass die Grenze vorgeschoben wird und offensichtlich sich jemand oder etwas nicht mehr an die üblichen Regeln hält und etwas ganz Grundsätzliches sich verändert, dann sind wir sozusagen einen Schritt auf dieses gewaltige Tor, das Tor des Beginns der großen Zeichen, näher gekommen. Und das, was ich jetzt sehe, ist ein solcher Schritt. Das ist ganz klar. Und zwar aus dem einfachen Grunde,
weil es eine solche Situation weltumfassend, koordiniert, anders kann man das nicht ausdrücken, noch niemals gegeben hat. Und überlegen Sie mal, was im Moment besteht. Eine Schließung der Grenzen weltweit. Es mochte an dem einen Ende der Welt einen Krieg geben. Man konnte trotzdem eine Grenze überschreiten. Es mochte sein, dass da eine Naturkatastrophe war. Man konnte anderswo immer noch über eine Grenze hinweg. Aber jetzt scheint es so zu sein, als sollte jeder Mensch Gefangener sein. Und die Menschen scheinen das zumindest noch zu akzeptieren. Noch strebt etwas dagegen. Aber wer weiß, wie lange noch. Seien Sie wachsam. Glauben Sie keinen Zugeständnissen. Ja, jetzt müsst ihr das in Kauf nehmen und irgendwann wird es wiederkommen. Es wird nicht wiederkommen. Je mehr die Freiheiten dauerhaft eingeschränkt werden, desto weniger ist die Chance, dass das jemals wieder aufgehoben wird. Und zwar aufgrund der einfachen Regel, die immer in der Menschheitsgeschichte galt. Das Provisorium, an das man sich gewöhnt, wird Normalzustand. Und nichts ist geeigneter, ein Provisorium zum Dauerzustand zu machen, als ein Notzustand oder ein Angstzustand. Überwinden Sie die Angst. Und überwinden Sie ganz offensichtlich den Notzustand, dann gibt es auch keinen Grund mehr, diese Einschränkung in der derzeitigen Form zu akzeptieren. Solange diese Kräfte, die das wollen, noch nicht so stark sind, dass sie alle gesellschaftlichen Formen überwinden können, gibt es eine Chance. Ich sehe diese Chance noch da. Wie lange, ist eine andere Frage. Noch gibt es einen Damm, der diese Flut hält. Aber wenn irgendjemand dahin strebt, diesen Wall zu überwinden und noch mehr zu fordern, seien Sie vorsichtig. Seien Sie nicht bereitwillig, all Ihre Freiheiten als Menschen, als religiöse Mitglieder einer Weltgemeinschaft, der des Islam, einfach aufzugeben. Machen Sie das nicht. Seien Sie aber so, dass Sie positive Beispiele geben. In einer Zeit der Notlage achtet ein jeder der Mehrheitsgesellschaft auf positive Signale. Wo finden wir etwas Positives? Seien Sie Vorbilder. Geben Sie spirituellen Beistand. Geben Sie Anleitungen. Und ich sehe auch hier und da viele Spuren, dass die Mehrheitsgesellschaft auf den Islam blickt. Und zwar gar nicht negativ. Das ist eine hervorragende Chance. Lassen Sie die nicht verstreichen und seien Sie gute Beispiele in Ihrer Familie, in Ihrer Umgebung, bei Ihren Freunden und bei der Gesellschaft insgesamt. Das ist die Bitte und das ist die Hoffnung, die ich auch diesbezüglich habe. Und damit möchte ich mich verabschieden. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين السلام عليكم إن شاء الله بالسلام صدق السلام عليكم تزامن